Servus und herzlich willkommen hier im Comicladen und zu meiner Trailer-Analyse von Guardians of the Galaxy Volume 3. Denn da ist gestern am 2.12. der erste Trailer gedroppt und der macht Bock auf mehr. Nach einer eher durchwachsenen Phase 4 wirkt dieser Trailer so, als würde ein bisschen ernste Tonalität und ein bisschen echte Emotion zurück auf die Leinwand kommen bei den Comic-Adaptionen. Darauf habe ich tierisch Bock und deswegen gucken wir uns den Trailer jetzt gemeinsam ein bisschen genauer an und klopfen den ein bisschen auf die Comic-Hintergründe ab, denn die kriegt ihr so wie hier auf keinem anderen Kanal. Umso mehr freue ich mich, falls ihr das erste Mal hier sein solltet, wenn ihr ein Abo aktiviert und eine Glocke da lasst, dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr hier und dann können wir uns immer sehen und über Comic-Kram quatschen. Cool, in diesem Sinne, lasst uns loslegen. Viel Spaß. Schon das Marvel-Logo zu Beginn ist ein kleines Easter Egg, denn das Muster erinnert natürlich an Peter Quills Awesome Mix-Kassette. Dass er auch direkt mit dem Satz beginnt, sie seien eine Weile weg gewesen, dürfte nicht nur ein Hinweis auf die vergangene Zeit sein, im Grunde praktisch dann 6 Jahre in Echtzeit, wer weiß, wie lange das im MCU ist, sondern es dürfte auch ein Augenzwinkern von James Gunn sein, der ja aufgrund seiner durchwachsenen Twitter-Vergangenheit zeitweilig von Marvel gefeuert wurde und zwischenzeitlich nicht nur für die Suicide Squad bei DC untergekommen ist, sondern jetzt sogar CEO der Warner Brothers Studios ist, beziehungsweise Co-Chairman der DC Studios, ganz genau genommen. Naja, immerhin ist er für den Abschluss der Guardians-Trilogie nochmal zu Marvel zurückgekehrt, Gott sei Dank, und zeigt sich und die anderen Guardians in den klassischen, aus den Comics von Dan Abnett und Andy Lanning bekannten Uniformen mit einem Ravagers-Abzeichen auf der Brust. Aus dem Holiday-Special weiß man ja außerdem, dass Cosmo, der Space Dog, im MCU anders als in den Comics weiblich zur Truppe gestoßen ist und dass die Guardians Nowhere gekauft haben. Das ist also jetzt eine ernstzunehmende galaktische Einsatztruppe, die auch ein fettes Raumschiff hat, das auf den Namen Bowie hört, so wie David Bowie. Naja, wenn der Reichtum dich erstmal hat, ne, dann gibt's die dicken Karren. Das Schiff liegt hier übrigens über den Hudson River, das ist da unten, man erkennt es nicht so gut, aber es ist die Freiheitsstatue. Und das ist dann also im Grunde eine Art Parallelversion der Erde, es ist Counter-Earth, die in den 80er Jahren stecken geblieben ist und wo die Bewohner eben ein bisschen anders aussehen, weil es sich eben hier um die sogenannte Counter-Earth handeln dürfte. Eine Art Parallelerde, die in den Comics vom High Evolutionary erschaffen wurde und der ist bekanntermaßen der Antagonist des Films, das passt also zusammen. Vermutlich kommen dann schon noch irgendwelche Multiversum-Aspekte dazu und Kang der Eroberer wird sicher spätestens in der Post-Credit-Szene eine Rolle spielen, aber jetzt wisst ihr schon mal, was das hier ist, Counter-Earth. Zum High Evolutionary könnte man noch ein bisschen was sagen, abgesehen davon, dass er von Chakwudi Iwuchi gespielt wird und eben, wie gesagt, ne, in den Comics die Counter-Erde als Kopie der Erde gebaut hat, die frei von Bösem und Korruption und nur eben mit so perfekten Wesen sein sollte. Es ist also so im Grunde ein bisschen wie die Insel des Dr. Moreau oder sowas, ja. Seine Idee wurde dann aber von Man-Beast in den Comics korrumpiert und deswegen ist es dann im Grunde eigentlich nur eine Kopie der Erde, so, naja. Die Story geht ziemlich ab und führt dann später auch noch Adam Warlock ein, also die Story erfindet ihn nicht, aber er entführt auch diesen Kokor von Him und befreit den darin lebenden Charakter und nennt ihn dann Adam Warlock und gibt ihm eben auch den Soulstone. Ja, auch Galactus taucht da später auf und so, aber naja, den werden wir eher nicht sehen im Guardians of the Galaxy Abschluss, glaube ich, falls doch, naja, lasse ich mich gern überraschen. Im MCU wird die Storyline sicherlich sowieso ein bisschen anders ablaufen. Vermutlich ist der High Evolutionary hier halt einfach nur böse und hat diese Anime, die halb Mensch, halb Tier-Hybriden, die wir eben hier sehen, so als Sklaven erschaffen oder es sind einfach nur Experimente. Naja, mal sehen, ob es trotzdem Connections geben wird, denn in den Comics ist Mount Wondergor die Basis vom High Evolutionary, wo auch die Maximoff-Zwillinge geboren wurden und von so einer Kuh-Hybriden namens Bova aufgezogen wurden. Naja, und Mount Wondergor haben wir ja in Doctor Strange in the Multiverse of Madness gesehen, wo es der Nexuspunkt von Ketonen, dem Chaosgott, war. Potenzial wäre also vorhanden. Außerdem ist es im MCU wohl auch der High Evolutionary, der auf den echten Namen Herbert Edgar Wyndham hört, der Rocket Raccoon erschaffen hat. In den Comics war das für Rocket ein sehr traumatischer Vorgang, voller Schmerzen und Rasierklingen, wie es selbst in Guardians of the Galaxy Volume 5 Heft 8 sagt, bei dem einem ehemals einfachen Waschbären Intelligenz verliehen wurde, aber er wurde eben auch auseinandergenommen und zusammengesetzt, immer wieder, er bekam künstliche Gliedmaßen, ein Exoskelett und so weiter und das natürlich alles ohne Narkosen etc. Ziemlich fiese Kiste also und das dürfte das MCU und Guardians of the Galaxy
Galaxy 3 wohl aufgreifen. Ich vermute, dass der High Evolutionary im MCU auch anders als in den Comics von der Erde stammt und da wohl in den 80er Jahren abgehauen ist. Das erklärt dann, warum alles auf Counter-Earth so nach 80s aussieht, ne? Die Autos und die Häuser und so. Und das passt dann ja auch wieder gut zu Peter Quill. Der wurde als Kind in den 80er Jahren entführt und ist dann da auch irgendwie so ein bisschen drin stehen geblieben. Ne? Erklärt so sein Outfit und seinen Musikgeschmack und so weiter. Naja, da haben wir also auch dann so eine Connection. Drax tritt dann jedenfalls gleich so ein bisschen Ärger los mit dem Ball und in der nächsten Szene sehen wir dann aber auch gleich wieder einen Hinweis auf die Entwicklung von Quill. Der hat nämlich jetzt so neue, etwas modernere Kopfhörer, nicht mehr so die alten aus den vorherigen Filmen. Er lässt da also auch so seine Semi-Kindheit hinter sich, sage ich jetzt mal. Ja. Dann sehen wir den kleinen Rocket, der ist wirklich super niedlich und wir werden wohl eben im Film mehr über den unangenehmen Prozess erfahren, wie ein normaler Trash-Panda zum Rocket Raccoon wurde. Klar zu sehen, buchstäblich durch die Hand des High Evolutionary und es dürfte auch bedeuten, dass Rocket von Counter-Earth stammt. Ja, also er war wohl ein normaler Waschbär dort und wurde dann eben für die Experimente sozusagen missbraucht. Ja, und das alles unter dem Voice-Over von Mantis, die, wie wir ja seit dem Holiday-Special wissen, Star-Lords Schwester ist. Ja, eine Sache hätte ich noch anzumerken, quasi in eigener Sache. Ich trinke ziemlich gern Energy Drinks, achte aber darauf, dass sie dann wenigstens keinen Zucker haben und wirklich gut schmecken. Deswegen ein ganz kurzer Werbehinweis von mir für euch in eigener Sache. Film ab! Das ist Mark. Mark arbeitet fleißig und tippt wirklich wahnsinnig schnell. Fast so schnell, wie er redet. Ab und zu liest er Comics. Viele Comics. Dazu gibt es Entspannungsmusik. Und Mark hält sich fit mit Sport. Ui, toll. Macht aber müde. Damit Mark wieder Power tanken kann, trinkt er Holy Energy. Voller Geschmack, kein Zucker, kein Bullshit. In super leckeren und fruchtigen Sorten und mit New Koffeinformel. Ah, lecker. Das hast du gut gemacht, Mark. Hallo? Ist da wer? Er hat uns gehört. Wareholy.com. Link in der Beschreibung. Code Comicladen. Hallo? Wir sehen dann diesen Shot von den mutten Raumanzügen, was jetzt irgendwie nicht zum Rest passt mit den Uniformen und Nowhere, dem ganzen Auftritt so, ja. Naja, und dann gibt es hier dieses, naja, irgendwie schon so nach Popo aussehende Portal, oder? Und ich tippe mal drauf, dass das hier der Übergang zu Counter-Earth ist. In den Comics ist Counter-Earth auf der anderen Seite der Sonne, da braucht es also keine Portale oder so, sondern da konnte man halt quasi, naja, eben hinreisen sozusagen, ja. Und hier dürfte das, denke ich, so eine Art Multiversumsportal sein. Das passt dann zur bisherigen Mythologie oder, was heißt Mythologie, es ist ja wirklich so, ne, zu den bisherigen Geschehnissen des MCU und so können wir dann auch schon Kang mit einbauen. Ja, ich sollte mir doch öfter so richtige Scripts machen. Naja, wichtig könnte hier dann das Voice-Over sein von Peter Quill, der sagt, dass sie ihr ganzes Leben lang fortgerannt wären. Könnte zum Beispiel bedeuten, dass er auf Counter-Earth bleiben will. Ne? Vielleicht ist es da schön und so nach 80er und keine Ahnung. Der High Evolutionary bietet ihm vielleicht irgendwas an, dass es irgendwie friedlich und chillig wird, aber ist natürlich nur Spekulation jetzt von mir. Ehe wir dann hier zu Gamora schneiden, die auf ein Polaroid-Foto blickt. Ja, vermutlich irgendein Bild, also der Ursprung dürfte irgendwie von Star-Lord stammen, ja, ist ja was sehr Irdisches. Und was man drauf sieht, weiß man jetzt noch nicht. Vielleicht schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr gleich wisst, ja, das war das Foto aus der und der Szene. Ich wüsste es jetzt gerade nicht, aber wahrscheinlich ist halt irgendwie sie drauf oder halt die andere Version von ihr mit den Guardians und das macht sie halt nachdenklich. Vergesst ja nicht, ne? Das ist ja nicht Peter Quills Gamora, die ist tot. Die wurde von Thanos auf Vormir für den Soulstone geopfert. Die Gamora, die wir hier sehen, ist die Zeitreiseversion von 2014, die Thanos verraten hat, aber keine gemeinsame Vergangenheit mit den Guardians und somit auch keine Gefühle für Quill hat. Kommt ja vielleicht noch. Mal gucken, wie viel in dem Film drinsteckt. Da scheint eh schon viel zu passieren. Gucken wir mal, ob sie die Peter Gamora Storyline irgendwie nochmal aufgreifen, so auf die Art, jede multiversale Version von uns ist füreinander geschaffen oder so. Ja. Hier kommen dann die Guardians in stylischer Slow Motion auf die Kamera zu. Peter Quill bewusstlos, also vermutlich gerade irgendwie was abgekriegt, ne? Und mit dabei ist links auch Cosmo, der Spacehund. Und ich kann euch sagen, dass der in den Comics cooler ist, als man vielleicht so denken könnte, ja? Vor allem aufgrund der durchaus starken telepathischen Kräfte.
Die Background-Story dürfte dann bestimmt auch irgendwie mit dem High Evolutionary zusammenhängen und wird bestimmt dann auch gezeigt. Gesehen haben wir Cosmo ja dann damals schon in der Sammlung vom Collector. Und da schien sich Rocket nicht an ihn oder im MCU, ja an sie zu erinnern. Ne? Das passt, denn in den Comics war Laika das Vorbild für Cosmo, diese russische Hündin, die auf der Sputnik-Mission ins All geschossen wurde. Und ist dann also nur fair, dass sie im Film also jetzt auch eine Hündin statt eines Hundes nehmen. Quasi endlich mal ein total legit Gender-Swap. Auf jeden Fall ist das Wegrennen für alle vorbei, was dafür sorgen dürfte, dass sich ein Kampf entwickelt, in dem die Guardians wenig Hoffnung auf den Sieg haben und bei dem manche der Guardians auch sterben könnte, denn genau das wurde von Regisseur James Gunn ja angedeutet. Und ja, da es schon bekannt ist, dass es quasi der letzte gemeinsame Auftritt der Guardians ist, werden sie also ein paar Leute über die Klippe springen lassen. Ich habe da ein, zwei Theorien, wir kommen noch dazu. Wir sehen dann also auch zum ersten Mal den High Evolutionary höchst selbst, der sich irgendwelche Experimente Hamsterrad-Style hier ansieht, die er so vornimmt, und wir sehen Gamora, die sich kampfbereit macht. Immerhin ist sie in den Comics eine Auftragsmörderin mit dem Titel Deadliest Woman in the Universe, mit der ist also nicht zu spaßen, und vielleicht ist sie jetzt hier eben auch wieder als Auftragskillerin unterwegs irgendwie, vielleicht ja um den High Evolutionary zu töten oder um jemanden von den Guardians zu killen. Naja, man weiß es noch nicht, aber es ist natürlich wieder mal ein sehr kleines Universum, die werden sich also da über den Weg laufen, und wenn es in irgendwelchen abwegigen Paralleluniversen ist, ach, gerade da. Naja, die Guardians, ich sag voll oft naja, oder? Nun denn, die Guardians raufen sich hier also nochmal zusammen, diesmal sogar mit Gamora, in nach Gefängnis aussehenden Anzügen. Natürlich ganz klarer kleiner Flashback zurück zum ersten Teil, wobei Drax angeschossen, aber nicht tot aussieht, aber es kriegen schon irgendwie alle was ab. Im Hintergrund und auch in den nächsten Szenen, wo sie hier rennen, sieht man überall so organisches Gewebe, wie so eine Art Fleischzuchtfabrik des High Evolutionary. Es hat auch irgendwie was wieder so, weiß nicht, wie es bei Ego damals aussah, Celestial-mäßig. Ich bin mal gespannt, aber da gehen irgendwelche üblen Experimente ab und visuell ist es auf jeden Fall ziemlich cool. Diese Szene hier soll uns dann natürlich erstmal glauben machen, dass Rocket verwundet ist oder stirbt. Und man sieht hier auch, wenn man genau hinguckt, so diese Metallteile, ne, von diesem Exoskelett, das er da irgendwie drunter hat. Und naja, er redet dann auch davon, so ein letztes Mal gemeinsam wegzufliegen, aber vielleicht lockt uns Marvel auch auf eine falsche Fährte. Könnte ja sein, dass jemand anders gestorben ist und er ist halt noch ein bisschen angeschlagen und einfach nur traurig. Also, naja, wir werden es sehen. Ha, ich habe wieder naja gesagt. In dieser Szene, in der Peter die Person in Weiß naja rettet oder angreift, boah, schon wieder, scheinen wir wieder auf Xander zu sein, wobei natürlich noch unklar ist, ob das dann das echte Xander ist oder ob sie irgendwo im Multiversum unterwegs sind. Also wir wissen ja nur aus Endgame, dass Thanos auch auf Xander die Hälfte allen Lebens ausgelöscht hat, und zwar schon vor dem Snap, was also auch die Frage aufwirft, ob Xander beim Snap quasi so den Erledigt-Status schon hatte oder nochmal um die Hälfte dezimiert wurde. Ja, das Universum ist manchmal unfair, auch wenn du von deinem eigenen Raumschiff wegrennen musst, aber das dürfte noch vom Anfang sein, als sie auf Counter-Earth stranden und zu Spielbällen des High Evolutionary werden. Auch dieser Shot hier, als Quill verzweifelt schreit und fassungslos auf irgendwas jenseits der Schläuche starrt, könnte bedeuten, dass hier jemand schon den Experimenten zum Opfer gefallen ist und er das jetzt gerade entdeckt hat. Emotional tief reinhauen wird's ja schon, wenn's Mantis wäre hier, seine Schwester, die er quasi erst kennengelernt hat und dann auch schon wieder verliert. Also wäre vielleicht mal so ein Tipp von mir, könnte schon sein, oder? Ja, der Otter hier ist dann auch Comic-based. In den Comics ist das ein Weibchen und heißt Lady Lila mit zwei L allerdings so. Lilla. Naja, die ist ebenso wie Rocket aus den Experimenten des High Evolutionary entsprungen und sogar im ersten Guardians-Film per Easter Egg angeteasert worden. Guck mal hier in diesem Text, da muss man schon genau hingucken. Aber hey, wieder so ein Easter Egg für uns, dass wir so abhaken können. Nun denn, danach geht es gegen das Obeliskenmonster oder wie es heißt aus dem zweiten Guardians-Film, das im Zusammenhang mit den Sovereign steht, denn auch mit denen dürften sich die Guardians in Teil 3 erneut anlegen, was uns dann direkt zu Will Poulter führt, der endlich Adam Warlock ins MCU einführt und Nebula vermöbelt, mindestens mal, vermutlich alle, aber sie mal mindestens. Die ganze Geschichte von Adam Warlock jetzt zu erklären, also die Comic-Backgrounds, führt wirklich zu weit. Lasst mich gern in den Kommentaren wissen, ob ihr euch ein Spot-on zu ihm wünscht, dann mache ich euch das. In den Comics wurde er auch künstlich erschaffen, mit diesem Namen Him, also er, und wurde dann vom High Evolutionary später quasi entführt als Kokon und zu Adam Warlock gemacht.
Im MCU war es Aisha, die ihn erschaffen und scheinbar so auch geboren hat. Also sie sieht echt erledigt aus, nachdem sie das so verkündet. Und er ist geschaffen worden, um die Guardians zu vernichten. Und das scheint laut Trailer auch erstmal sein Auftrag zu sein. In den Comics wird Adam Warlock vom Schurken zum Helden und zurück und wieder andersherum, ist auch mit dem Infinity War verbundelt und dem Soulstone. It's complicated. Und auch in dieser Story rund um Aufarbeitung von Vergangenheit, Familie und Reue dürfte Adam die Seiten wechseln, aber vielleicht ja vorher jemanden umbringen. Stark genug dafür wäre allemal. Könnte ja Drax sein zum Beispiel, um den Mantis hier trauert. Na, was also sicher anders sein dürfte als in den Comics, ist der erwähnte Soulstone, den er normalerweise in der Stirn hat. Der gibt ihm Kraft und der ist eng auch mit ihm verbunden. Hier hat er auch irgendeinen Stein im Kopf, aber das ist sicher kein Infinity Stone. Die gibt's schließlich im MCU nicht mehr, zumindest nicht auf der Haupterde. Im Multiversum gibt's die Steine ja noch. Also je nachdem, wo genau dieser Ort hier, diese Countererde dann sein könnte oder wo immer der Kampf stattfindet hier, ja, gibt's die Steine halt vielleicht oder vielleicht auch nicht, aber egal. Es wäre bestimmt eine coole Post-Credit-Scene, zum Beispiel, wenn Warlock am Ende doch noch den Seelenstein bekommen würde und damit dann diese Magus-Storyline andeutet. Das erkläre ich euch alles im Spot-On, wenn ihr eins wollt. Wir werden sehen. In jedem Fall ist Adam Warlock so ein bisschen so ein schräger und echt mächtiger und schon interessanter Charakter, der fürs MCU super viele Türen aufmacht. Mit dem kann man in ganz viele Ecken gehen und Will Poulter ist ja jung. Also da hat man noch viel Zeit, mit dem auf jeden Fall was zu machen. We are Groot, das ist, was der inzwischen junge, erwachsene Groot brüllt, während er und Peter aus allen Rohren in dieser einfach so extrem nach James Gunn aussehenden Szene ballern. Sieht in der Dramaturgie des Trailers natürlich nach Finale aus, stammt aber bestimmt eher so vom Anfang, oder? Oder aus diesem zweiten großen Action-Piece vor dem zweiten Plotpoint. Naja, vermutlich während des Kampfs gegen die Leute vom High Evolutionary, die sie gerade einfangen oder so, könnte ich mir vorstellen, aber sehen wir dann ja im Film. Am Ende kriegen wir dann nochmal so einen Gag, bei dem wir wieder mal erfahren, dass Drax nicht viel mit menschlichen Moralvorstellungen anfangen kann und gern ein paar Leute umlegen wird. Am liebsten einen, dessen Leben eh schon scheiße ist. Ja, ach Drax, du wirst dem MCU auf jeden Fall fehlen, denn der ist ein Charakter, auf dessen Ableben ich Geld wetten würde. Schon alleine, weil Dave Bautista auch ja gar nicht mehr als Drax auftreten wollte, als sie James Gunn gefeuert haben und dann sagt er immer hier, deswegen hat er es auch oft, glaube ich, eben eine Uniform an, weil er sagt, ne, er ist jetzt über 50, meine ich, und dann ist es nicht mehr so leicht, halt irgendwie den Hardcore-Buddy auch immer zu unterhalten und zu erhalten. Finde ich also gut, dass er sich inzwischen mal was anziehen darf ab und zu, aber er wird mit Sicherheit hops gehen. Safe. Ich denke, dass Gamora, Mantis, vielleicht auch Nebula und Groot überleben. Und für Drax und wahrscheinlich auch für Rocket glaube ich nicht, dass es ein Happy End gibt. Und hört auf mich, ja, ist ein unpopulärer Tipp, aber ich glaube, selbst Star-Lord ist nicht sicher. Seine Storyline war super lang und ergiebig. Er ist irgendwie entführt worden und vom Schurken quasi so zum Weltraumpiraten, zum Helden geworden. Hat eine Schlüsselrolle irgendwie gespielt beim Infinity War. Klar hat das ein bisschen verkackt gegen Thanos, so mit seinem emotionalen Ausbruch, aber trotzdem war es ein guter Plan und sie waren halt alle am Start und haben in Endgame gekämpft. Und ist ein multiversaler Held sozusagen, oder zumindest mal ein universaler Held, jetzt vielleicht ein multiversaler Held, Liebe verloren und gewonnen, Familie verloren und gewonnen, wäre auch für ihn so ein guter Story-Arc, dass es dann einfach vorbei ist. Also könnte ich mir gut vorstellen, mal sehen. Vielleicht ist ja auch das, warum Mantis hier so trauert. Nun ja, ich habe keine Ahnung. Hey, wenn ich dran denke, sollte ich irgendwie so einen Naja-Counter einführen, dann wäre ich echt mal gespannt, wie viele das sind. Mal sehen, ob ich das im Schnitt irgendwie noch mache. Also, auf jeden Fall könnte ich mir vorstellen, dass eben die Storyline für Quill hier endet. Für einige der Guardians endet sie hier ebenfalls. Es gibt dann ein neues Guardians-Team, da bin ich mir sicher. Vielleicht, wie in den Comics, führt dann Cosmo Nowhere und damit praktisch auch irgendwie die neuen Guardians an. Vielleicht bringen sie ja noch welche der originalen Guardians rund um Sylvester Stallone mit rein, die in Teil 2 angeteasert wurden. Oder Nova taucht ja vielleicht auf. Und natürlich ist Adam Warlock ein Kandidat, der ja vielleicht aus Schuld jemanden zu Unrecht getötet zu haben nun, die neuen Guardians zum Heldentum führt. Wir dürfen gespannt sein. Ich bin's auf jeden Fall. Naja.
Ja, ich glaube, man kann recht klar sagen, dass der Trailer zumindest mal so wirkt, als würde sich auch der Abschluss der Guardians of the Galaxy Trilogie durchaus selbst treu bleiben, sowohl in Sachen schräge Charaktere, als auch guter Humor, als auch treffende Emotionen. Das kann James Gunn ja von jeher ziemlich gut. Und ja, da merkt man auch, dass Gunn so ein bisschen Sonderrechte bei Marvel hat, gerade auch nach seiner Rückkehr zwischen der kurzweiligen Verbannung und seinem neuen Job als DC Studios Co-Chairman. Und das ist ein Segen, ja, denn zu oft gibt es gute Regisseure, die aber unter der Marvel-Formel arg leiden müssen. Gunn scheint es geschafft zu haben, die aufzubrechen und liefert einen emotionalen Trailer, der mir richtig Bock auf den Film macht. Ich glaube, es wird wirklich ein ganz, ganz wilder Flug, bei dem wir auch ein paar Mal schlucken werden müssen. Aber natürlich interessiert mich am allermeisten eure Meinung. Habt ihr Bock auf den Film? Hat euch der Trailer Spaß gemacht? Findet ihr, er verrät zu viel, zu wenig, genau richtig? Wollt ihr mehr Trailer? Könnt ihr es kaum erwarten? Oder seid ihr schon längst durch mit dem MCU und die Guardians eh doof? Lasst es mich wissen, schreibt es mir in die Kommentare und dann quatschen wir ein bisschen drüber. In jedem Fall würde ich mich freuen, wenn ihr auch mal unten in die Videobeschreibung guckt. Da habt ihr immer ein paar coole Links und ein paar Sachen, die ihr abstauben könnt. Schaut also gerne mal rein. Lasst gerne ein Abo hier, Daumen hoch, sharen und so weiter. Das kostet alles nichts. Ihr helft dem Kanal hier aber a great deal sozusagen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Jetzt im Abspann gibt es auch noch ein Video, auf das ihr klicken könnt. Das schlägt euch der YouTube-Algorithmus dann immer vor, weil er denkt, es interessiert euch. Vielleicht hat er ja recht. Guckt ihr halt mal und schaut noch ein Video. Wir sehen uns so oder so im nächsten Video wieder. Ich freue mich tierisch drauf. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Einschalten. Passt auf euch auf, bleibt gesund und auf Wiedersehen.